Also, was ist Kontemplation? Kontemplation findet in der Mitte statt, zwischen dem Denken und dem Meditieren. Warum jetzt quasi Konzerte mit für Kontemplation? Geh nicht mit dem nach Hause, was ich hier mache, sondern geh mit dem nach Hause, was in dir beginnt zu wachsen, beginnt zu leben und den Einfällen, die dir selber kommen. Das Konzert ist auch ziemlich leise, damit nicht die Musik alles überdeckt, sondern dass eigentlich zwischen der Musik und zwischen den Worten überall Raum ist, wo ich dich wirklich einlade, zu merken, oh, was fällt mir da gerade ein? Und ich habe hier ein paar Notizbücher und ein paar Postkarten und ein paar Kugelschreiber, wo du dich ja auch bewaffnen kannst. Kannst auch jetzt gleich machen, wenn du denkst, ich werde mir sicher was aufschreiben. Oder einfach mit einem Konzert. Wenn du plötzlich merkst, da kommt ein Funke, der mich bewegt, dass du dir was notieren kannst, dass du nachher mitnehmen kannst. Unsere Beziehung zum Denken. Denken kann manchmal im Weg sein, aber wenn wir unsere Beziehung zu unserem Denken pflegen, können wir besser damit umgehen, wenn Gedanken uns vielleicht ein bisschen plagen. Das zweite Thema ist innere Stille. Da können wir hinkommen, wenn wir uns weniger von Gedanken plagen lassen. Und auch eigentlich alle, die sich mit diesen Themen befassen, können davon erzählen, dass sie plötzlich etwas wahrnehmen, dass ich quasi in mir drin etwas wahrnehme, was ruhig ist, was offen ist, wo ich ganz bin, wo ich in Ruhe bin. Und das ist mir wirklich ein Bedürfnis, darüber zu singen und das auch zu erhältlich zu machen, zu sagen, das gibt es, versuche es zu finden. Der dritte Punkt ist der Weg. Wie komme ich denn von dem Nebengeräusch in meinem Kopf zu ein bisschen mehr Stille und ein bisschen mehr Ruhe? Und da gibt es viele verschiedene Richtungen, Ideen, wo es eigentlich immer darum geht, dass ich den Radius meiner Gedanken eingrenzen kann, sodass die Gedanken näher bei mir sind und weniger laut und ein bisschen weniger viel. Und vielleicht kennt ihr das, ein Bodyscan, wo du spürst, wie ruhen meine Füße auf dem Boden oder wie sitze ich gerade, oder auch in einer Yoga-Klasse, in einem Savasana, wo du am Boden liegst und einfach die Atmung spürst. Das sind Dinge, mit denen wir die Gedanken näher zu uns bringen und nicht mehr beschäftigt sind mit vielleicht der Zukunft oder der Vergangenheit und dadurch mehr in den Moment kommen. Das dritte Thema ist, was ist eigentlich jetzt? Und bevor ich jetzt zur Musik komme, noch der vierte Punkt, der ist eigentlich der wichtigste, der ist mir aber auch erst in der letzten Zeit so wichtig geworden. Wenn du ein bisschen mehr Raum, ein bisschen mehr Stille, ein bisschen mehr Geduld in dir finden kannst oder etablieren kannst, dann bin ich der Meinung, dass was wirklich wichtig ist und was wirklich besonders ist und was einzigartig ist in deinem Leben, in deinem Sein, Platz bekommt, damit du es sehen kannst und damit du es nähren kannst und damit du es mit der Zeit mehr nach außen bringen kannst. Und dieses, das Besondere nach außen bringen, das muss nicht etwas Riesiges sein, das kann auch nur ein Wohlsein sein mit, oh ja, hier bin ich, so bin ich, das ist gerade gut. Aber durch dieses nach außen kommen von dem, was wirklich persönlich besonders ist an dir, entsteht Vielfalt. Und diese Vielfalt interessiert mich enorm, weil ich finde, dass wir durch diese Diversität etwas dem entgegensetzen können, was überall um uns herum bereitsteht, um uns eigentlich in die andere Richtung zu bringen, nämlich dass wir etwas konsumieren, was schon da ist, dass wir quasi etwas, was von außen schon da steht, in uns reinnehmen. Aber wir könnten anstattdessen etwas, was in uns drin ist, blühen lassen und es dann in die Welt bringen.